Hallo und grüß Gott. Sie sind hier wieder in der E-Bike-Erlebniswelt von Erhard Mott. Das bin ich. Zu Gast haben wir heute einen Kunden und eine Kundin. Die dürfen sich jetzt vorstellen. Hallo, mein Name ist Arno Weinbrand. Ich werde am kommenden Sonntag 59 Jahre alt und komme aus Schleswig-Holstein. Hallo, ich heiße Angela Schulz, bin 56 Jahre alt und komme auch aus Schleswig-Holstein. Ja, und ich bin 61 Jahre und ich finde, ich sehe mindestens so jung aus wie er, oder? Weil das kommt nämlich daher, ich werde gepflegt von meiner Frau, das wird er ja auch. Aber er hat einen sehr stressigen Beruf gehabt und das sieht man ihm an. Also wenn du als Beruf E-Bike-Händler bist, ne, dann erholst du dich ja die ganze Zeit irgendwie, ne, weil ne, ich habe ja das Hobby zum Beruf gemacht. Aber er, was waren Sie jetzt mal alles da in ferner Vergangenheit? Also ich war 36 Jahre bei der Bundeswehr, hauptsächlich bei der Marine und dort habe ich als Fluglotse in der Flugsicherung gearbeitet, 20 Jahre. Und zum Schluss, die letzten 10, 11 Jahre, war ich beim Such- und Rettungsdienst. Also furchtbar stressig das Ganze, rund um die Uhr, Schichtdienst. Das sieht man Ihnen noch ein bisschen an. Aber das wird jetzt... Die Haarfarbe. Ja, es ist so, er ist nämlich auf einem guten Weg. Er hat sich nämlich auf den Weg gemacht. Und zwar hier zu uns nach Lauda, ins liebliche Taubertal, denn da gibt es die Tauberräder. Und jetzt noch einmal, von wo kommen Sie genau? Also ich komme gebürtig aus Husum und wir wohnen jetzt aber zusammen seit 5 Jahren in Süderbrarup, das ist in der Nähe von Kappeln. So, und diesen Ort kennen viele unserer Generation, nämlich durch die Werner-Filme. Ja. Und ist Ihnen schon mal der Werner begegnet? Ja, also der eigentliche Teilnehmer oder die Person, um die es in diesem Film geht, wohnt nicht weit entfernt von uns. Ah. Und die sind ja durch den Brösel, so wird er genannt, sind die dann verfilmt worden. Ja. Also es ist so, ich bin ja ein großer Fan von Werner. Früher habe ich den nicht so verstanden, aber jetzt, je älter das ich werde, umso besser finde ich die Filme. Und also die Sternstunde, die absolute Sternstunde, war der Film Gekotzt wird später, wo die nach Korsika miteinander fahren. Und diese einzelne Szene, die gucke ich mir immer wieder an, allerdings geht es nur allein, weil meine Frau, die boykottiert es dann immer, wenn ich den angucke. Ich verstehe das nicht, aber ich muss es halt allein angucken. Oder mit unserem Sohn und der kann praktisch jede Szene auswendig sagen. Also, wie gesagt, ja. Ich empfehle es Ihnen, falls Sie es noch nicht angeguckt haben, großes deutsches Kulturgut. Ja. Werner-Filme angucken und wenn es Ihnen am ersten Mal nicht gefällt, das ist so ähnlich wie wenn Sie irgendwie ein Getränk trinken, das schmeckt dann erst nach dem zweiten Mal Rauchbier zum Beispiel, fränkisches Rauchbier. Jetzt haben wir das auch geklärt, oder? Ja. Gut. So, und jetzt haben Sie den weiten Weg zu uns gemacht, mit dem Wohnmobil, ne? Jawohl. Wer fährt denn bei Ihnen zu? Wir fahren beide, wir wechseln uns ab. Das ist wahre Emanzipation. Ich kenne viele Kunden, die fahren nur die Männer und die Frauen müssen denen immer Kaffee reichen. Aber das machen sie nicht, sie wechseln ab. Also falls sie so einer sind, der nur fahren will, dann ne, vertrauen sie doch mal ihrer Frau. Das kann natürlich, wenn man unterwegs ist, Situationen geben, die ich sage, man sich verletzt oder so. Ja. Und dann ist das natürlich schlecht, wenn nur einer in der Lage ist.